kurz gucken, wie es aussieht. Ich habe jetzt echt gedacht, ich sterbe. Scheiße. Okay. Es sieht erstaunlich gut. Sicher, dass du bloß ein Forscher bist? Ich bin nur ein normaler Typ, der zufällig gut bei Frauen ankommt. Ach so. Wenn du das sagst. Pistolen, Munition. Haben wir hier einen Schatz? Nein. Gut, dann. Was haben wir denn hier? Oh Gott! Oh, El Gigante ist wieder da. Kann ich nochmal zurück zum Speichern? Ach komm. Aber wie soll ich denn jetzt. Oh, nö, ich habe keinen Bock auf El Gigante. Nach Ihnen, werter Herr. Ein wahrer Gentleman. Das wird nix. Oder so. Du schuldest mir was. Luis, über dir! Wir sind quitt. Läuft das bei dir immer so? Okay. Ja, ich muss noch hier weg. Kann ich hier irgendwie... Hallo. Ich kann gar nicht irgendwo hochklettern, ne? Luis, geh weg da! Okay, die Apparaturen. Ich muss erstmal checken, was ich jetzt genau machen muss. Ich muss einen... So, der ist jetzt gerade hier. Hallo, hi. Noch hierher, Mensch. Tja, jetzt steht er zwar richtig. Au! Luis! Los geht's! Klappt, ne? Okay. Ich versuche erstmal gleich einen in die Klappe reinzuschmeißen. Ach komm! Jetzt aber! Er hat sich bewegt! Schon wieder nicht. Ist aber auch nervig. Ach du schon wieder. Haben wir Granaten, Dicke? Okay, so. Hier. Was machst du jetzt hier? Shit, keine Chance bei der Rüstung. Shit, meine Schutzweste. Langsam musst du auch ein bisschen Regung zeigen, Arschloch. So, einer ist weg. Glaube ich. Krieg ich was für dich?
Nö. Der andere macht's uns nicht so leicht. Ja, dann komm mal hierher. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Ja, so ungefähr. So, warte mal. Habe ich noch... Ja. Luis, genau. Lock den mal an. Er hat sich bewegt. Sorry, halt unseren Freund kurz beschäftigt. Hey, wo willst du hin? Ja, mein Weg kann auch Luis den Hebel ziehen. Da habe ich auch kein Problem mit. Mir eigentlich egal, wer den Hebel zieht. Leon! Hier drüben! Na gut, ja, ist ja gut. Ist ja gut, ich hol das Dynamit. Ja. Ah, ich habe wieder nichts mehr zum Essen hier. Was machst du denn? Ja! Ich komm schon. Was willst du denn von mir? Ja, was denn? Er sagt hier drüben, ja, aber. Ich komm weg, ich komm nicht. Oh. Ja, nu? Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, was Luis von mir will. Ah! Aber leider gibt es jetzt keinen Schatz für den, ne? Schade. Na gut. Aber wir haben Munition gespart. Ah, Schmelzofen. Wow. Ich habe keine Energie mehr. Meine Weste ist auch wieder am Arsch. Boah. Ganz kurz. Was haben wir jetzt? Wir haben Grünen bekommen. Ja, geht natürlich auch, ne? Dann verkaufen wir doch das Ding, oder? Oder? Ja, komm, dann Edelstein ein, dann hauen wir da einen Grün rein. So. Drei Farbenbonus. Beziehungsweise, dann, warte mal. Machen wir doch lieber so einen für den hier. Dann haben wir einen Vier-Farben-Bonus, ne? Vier-Farben-Bonus, besser. Jo. Okay, haben wir Vier-Farben-Bonus. Alles klar. Ja, man hätte den wahrscheinlich auch noch töten können, aber naja, egal. Na los. Egal. Hauptsache, wir haben es geschafft. Wahrscheinlich hätte das nochmal einen schönen Edelstein gegeben oder so. Wie sieht's aus? Hallo? Luis? Okay, ist offen. Sehe ich doch nicht. Ach so, jetzt macht er auf. So, okay. Aber immerhin hilft er einem, ne? Also. Mann, das ist. Aber mit Luis ist mehr los als im Original, finde ich. Das hier ist für Sie heiliger Boden. Hier unten haben Sie Las Plagas entdeckt. Eingeschlossen in uralte Bernsteinvorkommen. Aha. Na klar, was auch sonst. Okay, nochmal ein grünes Kraut, das ist gut. Wir schauen hier, die Augen aufhalten nach irgendwelchen Sachen. Okay. So. Dann müsste ja bald die Burg auch zu Ende sein, ne? Also, klar, Salazar kommt noch als Boss. Zusammen mit U1, glaube ich, dann oder U2, je nachdem, wer das ist. Ach Gott, die Lorenfahrt, die haben wir ganz vergessen. Gibt's hier auch eine Lorenfahrt? Ach du Scheiße. Das hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Oh, ist schön, dass es eine Schreibmaschine gibt. Die wissen schon, dass ich da gleich verrecken werde. Haha.
Oh Gott. Da bin ich mal gespannt, wie sie das umgesetzt haben. Die gab's ja auch noch, die Lorenfahrt. Du willst doch nicht etwa mit diesem Ding fahren. Siehst du noch eine andere Möglichkeit? Nicht so wirklich. Schieb uns an, Sancho. Wen nennst du hier Sancho? Na also, wir fahren. Damit sollten wir etwas Zeit gewinnen. Ich glaub nicht, was ich hier mache. Hey, wir haben's eilig, oder? Ach, übrigens. Was noch? Stehst du auf Nervenkitzel? Wir haben unendlich Schuss, sehe ich gerade. Wir entgleisen! Ginglin! Hey, wir kippen zur Seite! Wir entgleisen! Scheiße! Unternimm was gegen diese Ich seh nix! Ja, toll! Hey, wechsle das Gleis! Wenn nicht, sind wir matsch! Okay, interessant gemacht. Und feuerst du auf! Das ist ziemlich cool. Linkskurve! Scheiße, das Ding wird kippen! Ich seh doch nichts. Hey, wir kippen zur Seite! Wir entgleisen! Hilf mir mal kurz! Nett, dass man hier unendlich Munition bekommt. Das ist wirklich eine nette Sache. Wenn ich mich umdrehen muss, habe ich ein Problem. Hä? Kann ich mich komplett umdrehen? Nee, kann ich gar nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Halt mir schon an? Ach so. Ja, cool. Was das? Erstmal. Jetzt geht's erst richtig los. War auf jeden Fall einfacher als damals. Das kann man schon so sagen. Komme ich hier zurück? Nee, schade, wäre geil gewesen. Ja. Schauen wir mal. Vielleicht geht es ja auch gleich noch weiter. Kann ja sein. Aber die Schienen hören da eigentlich auf. Bin gespannt. So, was sagt die Karte? Da kommt ein Schatz gleich. Das sagt die Karte. Das finde ich gut. Ich glaube, da ist normalerweise wieder ein Kettensägenmann, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Hi. Eigentlich so. Ah, ich weiß er, ja. Oh, das ist ein Schatz. Hat mein Vater, ja. Bist du tot? Ja, schon. Ach, das bist Luis, ja. Sehr gut. Da liegt noch was. Ich höre wieder eine Schlange zischen oder sowas in der Richtung. Oh, da kibbelt auf jeden Fall was. Eine Weinkanne. So, dieses Wackeln, was ich jetzt hier gerade höre, das ist wahrscheinlich eine Figur. Also Augen aufhalten. Da ist er doch! Naja, 4, ne? Immerhin. Immerhin habe ich ja wieder eine gefunden.
Geil. So, hier ist. Da ist noch was. Ein rotes Kraut. Aber oben drauf. Oder. Wie sah das gerade? Oder ist es hier um die Ecke? Moment. Das scheint oben drauf zu sein. Ist hier eine Leiter? Da ist eine Leiter. Da liegt das Kraut. Ne, das ist keine Leiter, aber wir haben das Kraut gefunden. Und das ist sehr gut. Wir können uns wieder eine große Heilung herstellen. Den nehmen wir mit. Oh, die Schienen gehen tatsächlich weiter. Alles klar. Okay. Das ist doch schön. Haben wir alles? Sieht so aus. Nett okay. Gemacht mit diesem Zwischenhalt. Weiter geht's. Ach, nicht nochmal. Nicht nochmal. Okay. Die Mucke ist cool. Aktuell lehne ich einfach nur gegen. Noch nicht so. Hui. Moment. Die sind schon mal weg. Kettensägenmann bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich den jetzt ausschalten soll von hier aus. Warte mal kurz nach. Hahaha, Dynamitstange getroffen. Sehr gut. Ja. Total. Renner, ich kann nicht schießen. Wieso kann ich nicht schießen? Jetzt kann ich wieder schießen. Ich durfte eben die Waffe nicht zücken. Wobei. Scheiße, das Ding wird kippen. So. Na, da hätte er uns wahrscheinlich erwischen können gerade. Das mit dem Kettensägenband finde ich cool hier auf den Strecken. Fuck, hab ich nicht gesehen. Ja, ich muss nachladen. Scheiße, okay, hab ihn. Hui! Hey, wir kippen zur Seite! Noch ein Zwischenhalt. Hab geschaltet. Scheiße, das Ding wird kippen! Nee, kippt gar nichts. Aha. Interessant, dass man das erstmal erfährt jetzt. Das war nicht so ganz klar im ersten Teil. Im ersten Originalspiel. Bremse! Kicktime oder nicht Kicktime? Nein. Hey! Luis! Hilf mir mal! Was hab ich übers Vorwarnen gesagt, hä, Sancho? Frag halt. Oh, Mann. Das war cool. Ich passt das ganz gut. Komm. Das war echt gut gemacht. Ja. Du gibst dir keinen Lift. So, wir speichern das mal eben ab. Da ging auch die Zeit ganz schön bei gerade hier. Fast wieder eine Stunde am Aufnehmen. Gut, wir hatten aber auch eine Viertelstunde noch im Schießstand verbracht. Aber trotzdem. Oh, da geht's gleich lang, hoffe ich. Was sagt denn die Karte? Oh, die Karte sagt, dass hier eine ganze Menge los ist. Hätte ich da auf den Schienen... Ich hätte auf der Schienenfahrt anscheinend einen Schatz kriegen können. Scheiße. Hm. Und da... Oh, komme ich ja noch hin.
Kann ich das noch kaputt schießen? Ah ne, was sinnvoll ist, das zu machen. Ja gut, dann ist das so. Schade, dann habe ich anscheinend während der Fahrt einen Schatz verpasst. Ja gut, ist so. Es ist mein erster... Ja, so viel zum Thema Fahrstuhl. Womit habe ich das verdient? Es ist mein erstes Mal, dass ich das Spiel durchspiele jetzt hier, also von daher... Ist das nervig. Von daher muss ich da nicht alles zwingend finden, ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass wir vielleicht sogar relativ zeitnah das Spiel auch nochmal im Stream spielen werden. Vielleicht wenn wir bis Silent Hill durch sind oder so. Ja, eine Idee. Dann kann man gleich eine zweite Runde machen und dann könnt ihr mir sagen, was ich alles falsch gemacht habe. Ja, ich glaube, ich muss hier lang. Was kommt jetzt hier alles Schönes, frage ich mich gleich. Habe ich eigentlich noch andere Sachen? Ja, also den kann ich nochmal nachladen. Ich würde auch ganz gerne meine Weste nochmal wieder aufpimpen. So. Ich hab's geahnt. Was? Pass auf! Diese Dinger können sich tarnen. Ach, die. Die kennen wir doch. Oh, ich bin ziemlich tot, sehe ich gerade. Moment. Ah, ich hätte das Gelbe noch abwarten sollen. Ja, ich hätte eine Sekunde warten sollen noch mit dem Kraut. Jetzt habe ich nämlich ein gelbes gekriegt. Egal. Was haben wir hier? Alle Eingänge zur Brutstätte zerstören. Gebiet Brutstätte. Okay, zu viele sind bereits den nimmer enden wollenden Schwärmen von Ungeziefer zum Opfer gefallen. Es ist eine regelrechte Plage. Bitte zerstöre die Eingänge zu ihrer riesigen Brutstätte und bewahre uns vor weiteren Tragödien. Okay. Also 4 Eingänge zerstören. Aha. Dann mal gucken. Ist der tot? Nee. Jetzt ist er tot. Hi, noch einer. Ja, ja. Habt ihr fein gemacht. Die sterben. Die einfach sterben. Wie das wohl aussieht, die Eingänge zu zerstören. Noch einer? Ja. Okay, da geht's weiter. Ah, da, oh, da sind noch Fässer. Die habe ich gar nicht wirklich wahrgenommen. Nur natürlich mit. Gewehrmunition, natürlich. Da geht's auch lang. Welchen Weg gehen wir denn jetzt? Nehmen wir den Weg oder nehmen wir den Weg? Die führen beide an der die führen beide zum gleichen Punkt. Ach, da ist ja schon wieder einer. Könnt ihr aber aufhören jetzt langsam oder spawnt die jetzt ewig? Ein bisschen nervig, ne? Geh mal hier rum. Ach, das ist ja der große Kokon. Ah, die Dinger? Ah, das sind die Eingänge zu den Brutstätten, die man zerstören soll. Alles klar, verstanden. Kann ich von hier aus noch mehr sehen? Ich weiß gar nicht, ob von hier aus dann auch der große Kokon einfach runterfällt. Und dann zigtausend... Auf jeden Fall ordentlich Schätze hier. Kann man schon mal sagen. So, bitte da hoch. Luis? Luis, bist du da? Kein Huckepack? Oh, na gut, dann gehen wir halt hier lang. Geht gar nicht. Aber doch unten lang, ne? Na, wer stürzt hier ein? Irgendein Viech? Heute nicht. Ich hasse Insekten! Wie wär's, wenn du dich um die kümmerst? Ich hasse auch Insekten. Wie wär's mit weniger reden und mehr schießen? Hey, ich hab das Köpfchen, du die Muskeln. Du hast das Köpfchen, ja? Na, bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht so sicher, ob du so clever bist, wie du denkst. Der war ganz toll. Ja, aber ist ja mal gut. Ist ja mal gut. Ja. Fein. Verreck doch mal einfach. So.
Ach so, die. Ja, man sieht die halt. Eigentlich kann man die auch total sehen, ne? Bin ein bisschen blind. Da ist aber die auch. Ich bin da schon gerade volle Kanne reingelatscht. Da ist noch so ein Viech. So, haben wir jetzt hier alle? Ich hoffe. Da ist noch einer, oder? Nee, ist ein Stein. Das ist tatsächlich von Stein. Würde ich sagen. So. Da ist der letzte. Mission so. Erfüllt. Ja. Finde ich gut. Das ist doch gut. Da gibt es ja wieder Geld beim Händler. Oder, ne, Spinelle. Bei Tauschsachen waren ja auch noch ein paar Edelsteine. Vielleicht sollte ich mir doch mal so einen großen Edelstein organisieren. Das ist... wie so viele Gänge! Ich hasse das. Mal wieder lang gucken. Ich glaube, das ist dann doch eher eine Sackgasse hier, ne? Na, es scheint eine Sackgasse zu sein. Viele Sachen hier, muss ich schon sagen, oder? Da kommen wir her. So, okay. Den Schatz, habe ich den schon verpasst? Oder kommt er noch? Mal gleich sehen. Da war ich drin. Hier sehe ich nicht viel. Da ist eine Schatztruhe. Immerhin. Er war gut versteckt, weil es sehr dunkel war tatsächlich. Ein Goldplättchen. Was ist immer? War das der Schatz? Ach, das war der Schatz. Alles klar. Das war der Schatz. Geht's ja eigentlich nur noch hier lang. Naja. Das wird nicht der einzige gewesen sein, ne? Ja, komm her. Ha. Er ist unten geblieben. Okay. So, ist hier noch was? Ne. Von hier aus könnte man natürlich das Teil besser treffen, was ich schon abgeschossen habe. Aber gut, wir haben ja alles. Ach, guck mal, dich habe ich jetzt eben nicht gestellt. Ne? Ist das da eins, was da hängt? Ja, ne? so geht's auch. Cool. Liegt, dass hier noch einer über mir hängt? Wir müssen aufpassen. Das ist hier. Kann ich da rein? Da kann ich rein. Da geht's auch nicht weiter anscheinend. Hm, dann gucken wir da mal kurz rein. Was ist denn da? Ach, hier ist ein Händler. Hier, kick mal an. Ich sehe, du hast dich um einen Auftrag gekümmert. Das habe ich, in der Tat, mein Freund. Komm mal her. Gute Arbeit verdient eine angemessene Entlohnung. 4 Spinelle. Ich habe was Neues für dich, Partner. Ja, was krieg ich denn für 6 Stück? Nicht so viel, ne? Ein goldener Jeton. Wo wir unsere Ware herhaben? Das willst du nicht wissen, Partner. Da warten wir mal noch mit. Verkaufen. In die Sanduhr. Die kann weg. Das Goldplättchen. Deal. Die kann jetzt weg. Fremder. Stipp. Ich sehe gerade, dass ich ja die Weinkanne hier bestücken kann. Wenn wir auf jeden Fall einen blauen oder so viele von haben. Was wäre denn, wenn ich jetzt einfarbig mache? So, das wäre Duo-Bonus. Dann ist die jetzt 14.000 wert. Und wenn ich jetzt einen roten an eine Stelle reinpack, dann nur 12.000 tatsächlich. Okay, dann. Oder der gelbe ist mehr wert. Und gelb und blau? Nee. Also blau. Das
Also am meisten ist tatsächlich gelb und blau wert. Dann machen wir das so. Okay. Mir da draußen willkommen. Hab verkaufen. Ware im Angebot, Fred. Besten Dank. Wir haben von denen so viele. Komm, wir verkaufen mal 5 Stück. Ein hervorragender Deal. So, wir können tunen. Wir können das Messer ein bisschen ver... Ja. Jetzt habe ich die Schutzweste wieder aufpimpen. Okay. Reparieren. Kleinigkeit. Na komm, wir rüsten die voll auf. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder.